So, hallo meine Lieben, hier beim Dating Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut drauf. Die Märkte explodieren. Da muss man gut drauf sein. Und deswegen gehen wir auch gleich in die systemische Kryptoanalyse. Wir fangen an. Bitcoin, 4-Stunden-Chart. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Wir pumpen hier richtig schön durch. Haben jetzt hier dieses BC-Korrekturlevel von dieser großen Abwärtssequenz. Haben wir jetzt hier durchbrochen. Ich bin in meinem Short nicht mehr drin. Ich habe mich mal 29.250 US-Dollar hier in dem Bereich, habe ich mich ausstoppen lassen, habe einen Stop-Loss kassiert, gehört dazu. Ja, jetzt momentan bin ich in keinem Bitcoin-Trade drin. Ich bin nur in meinem großen Ethereum-Trade drin. Der läuft natürlich auch wunderbar. Ja, wie geht's weiter? Also, natürlich, nächster Halt hier die 35.600 US-Dollar bis hoch zu 39.400 US-Dollar. Dieser Bereich, den habe ich euch ja schon vor Monaten durchgegeben, ist das Ziellevel. Wir hatten jetzt hier diese lange Seitwärtsphase mit dem anschließenden Pump, Korrektur ins B-Level, Pump, Korrektur ins BC-Korrektur-Level, diese lila Box. Die war von 25.300 US-Dollar bis runter zu 23.400 US-Dollar. Die habe ich schon seit Monaten durchgegeben, dass das hier das wahrscheinlichste Szenario ist, dass das hier, dass der Markt hier in diesem Bereich dreht. Ja, wir sind jetzt hier nur knapp reingekommen und danach wieder Stand jetzt raus reagiert. Ein Glückwunsch erstmal an alle, die hier mitgegangen sind, diesen Long. Oder die diesen Long genommen haben. Ich war ja bei Bitcoin, war ich nur Short. Seit hier oben. Seit 29.000 US-Dollar. Ja, habe auch gute Profite mit dem Short gemacht. Ja, also wie gesagt, wie es jetzt weitergeht. Jetzt ist natürlich nach oben alles offen. Das ist ähnlich wie hier in dieser Phase, wo wir hier auch diesen korrektiven Move nach unten hatten. Ja. Bis in dieses Level hier und dann, was kam danach? Ihr seht hier Pump von knapp 60%. Wenn wir jetzt das hier rübernehmen, dann seht ihr ja schon, wo das hinführen würde. Der gleiche Move würde uns hier genau ins Ziellevel reinbringen. Also, jetzt könnte es relativ schnell gehen. Wie gesagt, könnte, was wir aber nicht außer Acht lassen dürfen, ist, rein theoretisch hätten wir hier, solange wir nicht dieses High rausnehmen, bei 31.075 besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass wir hier nochmal eine größere Korrektur sehen. Ich habe euch ja gesagt, wenn wir hier hochgehen sollten und von hier aus in die, also von diesem Bereich hier eine Korrektur einleiten, dann wird dieses Szenario, dass wir hier runtergehen auf die 23.000 US-Dollar, wird wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, ja, wahrscheinlich ist ja nichts, aber es wird wahrscheinlicher. Und das gleiche könnten wir jetzt auch hier sehen, solange wir hier nicht dieses High rausnehmen, ist theoretisch möglich, dass wir hier etwas Größeres, Bearishes bilden. Ja, also ich sage nicht, dass es passiert, ich sage nur, man muss es im Auge behalten, solange wir nicht diese Highs rausnehmen. Und dieses Bearische Muster hätte tatsächlich hier nochmal Ziellevel von 19.000 bis knapp 17.000 US-Dollar. Also doch, dass wir hier nochmal unsere große rote Box hier auf dem Tageschart, wo wir hier drin hatten, nochmal anlaufen. Das wäre immer noch möglich, halte ich aber jetzt momentan für eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich sage es euch ja immer wieder. Das, was ich halte und was ich sage über den Markt, was meine Einschätzung ist, ist ziemlich scheißegal. Den Markt interessiert das nicht. Das sehen wir auch hier. Ich war der Meinung, also ich war nicht überzeugt, aber ich war der Meinung, dass wir hier nochmal tiefer gehen könnten. Ja. Und der Markt hat natürlich das Gegenteil gemacht. Der Markt macht immer das, was die meisten Teilnehmer, wovon die meisten Teilnehmer ausgehen und einfach von der Struktur her war es halt angebracht, dass wir hier nochmal tiefer gehen. Aber wie gesagt, nach SK-System habe ich euch seit Wochen gesagt, dieses Level kann genutzt werden für einen Long.
Wir können jederzeit hier raus nach oben durchschießen. Wir müssen nicht so tief gehen. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und meine persönliche Einschätzung ist bei weitem nicht so relevant wie das, was das SK-System sagt. Und ja, ihr seht es ja jetzt selber. Wie gesagt, Stand jetzt könnte es relativ schnell gehen. Also in den nächsten Wochen, dass wir hier hochgehen auf die 35.000, 39.000 US-Dollar könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Hellseher. Aber es könnte durchaus schnell passieren. Hier ging es ja auch relativ schnell. Ja, Daytrading Setup gibt es in so einer impulsiven Phase gar nichts. Es bietet sich auch absolut gar nichts an. Das ist hier eine Aufwärtsbewegung ohne Korrektur. Kann man nichts mitnehmen, gar nichts. Und wir wissen ja, wenn einmal der Bitcoin explodiert, dann kennt ihr oft kein Halten mehr. Deswegen gehen wir auch gleich auf Ethereum. Bei Ethereum sieht es nochmal etwas anders aus. Bei Ethereum haben wir bei weitem nicht dieses Bullische, was wir bei Bitcoin gesehen haben. Aber könnte auch daran liegen, dass Ethereum übergeordnet schon etwas weiter ist als Bitcoin. Aber auch bei Ethereum hatten wir hier eine wunderschöne Reaktion aus meinem Trendwendebereich. Diese grüne Box habe ich euch auch schon seit Monaten durchgegeben oder seit vielen Wochen, sagen wir es mal so. Der Markt hat hier alle Levels abgegriffen. Ich habe zu euch gesagt, ich werde mich hier positionieren. Ich habe alle Levels durchgegeben. Mehrmals hier auf YouTube, mehrmals in der Telegram-Gruppe. Alle genauen Einstiegslevel, wo ich mich positionieren werde. Schade, dass wir hier unten nicht abgeholt wurden. Da lagen meine noch größeren Order. Egal, ich bin zufrieden mit dem, was jetzt ist, mit der Margin, mit der ich im Trade bin. Der Markt hat hier alle Levels abgeholt. Vom 50er bis zum 66,7er. Hat hier die Reaktion nach oben bekommen. Aber jetzt bei Ethereum seht ihr hier selber, wir sind hier in einem BC-Korrekturlevel von dieser gelben Abwärtssequenz. Also ihr seht, bei Bitcoin sind wir hier schon drüber geschossen. Da wir ungefähr in diesem Bereich, ja. Da wären wir jetzt bei Ethereum bei 1980, 1970 ungefähr. Da sind wir jetzt schon bei Bitcoin hier. Das heißt, bei Ethereum fehlen noch, ja knapp, würde ich sagen, 6-7%, dass wir hier vom Fortschritt her genauso weit sind wie Bitcoin. Was nicht ist, kann auch werden. Aber auch hier bei Ethereum ist nach wie vor möglich, dass wir hier von hier aus eine größere Korrektur sehen und dann, dass wir hier doch nochmal auf die 1450, 1430 US-Dollar runtergehen. Sollte der Markt hier runtergehen, nochmal zur Korrektur ansetzen, ist dieses grüne Level für mich nicht mehr attraktiv genug. Dann würde ich mich tatsächlich nur noch im blauen Trendwendebereich positionieren, hier in meiner Alternativbox. Sollte der Markt runtergehen, aber auch bei Ethereum sieht es eher danach aus, dass wir hier zumindest mal dieses grüne hier finishen. Ziellevel liegen auch hier bei 2500 US-Dollar bis hoch zu 2770 US-Dollar. Übergeordnete größere Sequenz. Ziellevel bei 2937 US-Dollar bis hoch zu 3384 US-Dollar. Sind auch schon seit Monaten klar, die Ziellevel. Ja, Leute, auch bei Ethereum Daytrading Setup absolut gar nichts. In dieser Phase ist nichts zu machen. Glückwunsch an alle, die hier mitgegangen sind, diese Levels mitgenommen haben. Die, wo hier unten auf die 1400 gewartet haben. Ich habe es immer wieder gesagt, Leute. Ich positioniere mich hier komplett. Es muss nicht sein, dass der Markt hier runtergeht, ja. Deswegen habe ich alle Levels hier schon durchgegeben, wo ich mich positioniert habe. Ja, so ist das Gleiche immer. Wenn der Markt kracht, sagen alle, oh, wir gehen noch tiefer und der Markt explodiert nach oben. Und dann kommt das große Gemeckere. Ja, warum ist jetzt nicht so tief gefallen? Deswegen haben wir diese Level nach SK-System. Bei Bitcoin wie bei Ethereum. Diese Levels können komplett jedes Mal genutzt werden. Zwar schon letztes Mal, wo der Markt hier nach oben gepumpt ist. Da haben die Leute ja auch 10.000 oder 15.000 gesehen. Ich habe gesagt, dieses Level kann genutzt werden. Genauso wie hier. Dieses Level kann komplett genutzt werden. Also, ich würde sagen, das war's dann mit dem Update-Video, liebe Leute. Nochmal alle Glückwünsche, die mitgegangen sind. Und wenn dir dieser Content gefällt, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald zum nächsten Update-Video. Euer Joe von Daytrading Germany, Leute. Macht es gut. Ciao, ciao.